Also die Einführung nochmal ganz kurz in aller Kürze. Ich werde den Bogen spannen über den Datenschutz hin zu der Frage, warum meiner Überzeugung nach sich Techniker und Mechatroniker mit der Frage der Sicherheit und des Datenschutzes beschäftigen müssen. Genau da werden wir landen. Aber ich bitte Sie, den kleinen Umweg mit mir zu gehen und sich da einen kleinen Moment drauf einzulassen, auch wenn das Fragen sind, die sich vielleicht in dieser Form noch nicht gestellt haben. Drei Worte noch vorweg zu meiner Person. Sie haben es eben gesehen, ich bin Gründer und Geschäftsführer eines auf Datenschutz und IT-Sicherheit spezialisierten Beratungsunternehmens aus Karlsruhe. Wir sind in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden. Ich beschäftige mich jetzt seit 35 Jahren mit dem Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Sehr viel in der Kryptographie, sehr viel im technischen Datenschutz. Im Grunde habe ich bis heute so alle Gebiete der IT-Sicherheit und des Datenschutzes mal durchwandert in der Forschung, in der Entwicklung und eben jetzt in der Beratung. Und wir beraten überwiegend Großunternehmen, fast alle DAX-Unternehmen, in sehr, sehr spannenden Fragen und auch einige größere Unternehmen hier aus der Region, wie die ENBW zum Beispiel. So, jetzt zum Thema und zu meinem Einstieg mit einem kleinen Prolog. Ja? Wenn man heute das Wort Datenschutz in den Mund nimmt, dann fällt einem in diesem Jahr natürlich vor allen Dingen Datenschutzgrundverordnung ein. Ja? Und dann kommen wilde Assoziationen hoch, viel Geld, viel Bürokratie, viel Aufwand. Was überwiegend darauf zurückzuführen ist, dass die meisten Menschen gar nicht genau wissen, was die Datenschutzgrundverordnung ist und vor allen Dingen nicht wissen, dass sie zu 97% mit dem bis dahin geltenden Bundesdatenschutzgesetz übereinstimmt. Insofern die Aufregung eher zeigt, dass sich sehr viele Menschen bisher mit Datenschutzfragen nicht beschäftigt haben. Aber das Zweite, was einem einfällt, ist, und ich nehme an, die meisten von Ihnen werden Smartphones benutzen, dass viele Menschen so den Eindruck haben, die Zeitalter des Datenschutzes ist eigentlich vorbei. Ja, Datenschutz ist ein Thema von gestern. Wir befinden uns eigentlich in einer Post-Privacy-Area. Und dieses Stichwort der Post-Privacy, ja, Privatheit ist eigentlich vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der sowieso alle Daten überall gestreut sind, überall gespeichert werden und wir keine Kontrolle mehr darüber haben, ist eine Diskussion, die von einem Mann losgetreten ist, der es eigentlich wissen muss, im Jahr 2009, Eric Schmidt, damals CEO von Google. Und er hat gesagt, wenn wir irgendwas machen, von dem wir nicht wollen, dass andere Menschen es wissen, dann sollen wir es vielleicht besser nicht machen. Hat eine relativ heftige Welle der Empörung hervorgerufen, insbesondere in Deutschland. Wer es dann noch ein bisschen drastischer auf den Punkt gebracht hat, ist der zweite Mann, Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, der es wissen sollte im Jahr 2010, Privacy ist überhaupt keine soziale Norm mehr. Das waren Zitate, die in den USA gar nicht so besonders große Wellen losgeschlagen haben, in Deutschland zumindest in Datenschutzkreisen, und die dann kurz danach in der Politik angekommen sind. Im Jahr 2011 hat Julia Schramm, eigentlich also zum damaligen Zeitpunkt im Vorstand der Piratenpartei, also in der Partei, die eigentlich nicht verdächtig ist, datenschutzfeindliche Äußerungen von sich zu geben, gesagt, naja, Privatsphäre ist sowas von 80s, keine Macht den Datenschützern. Wir leben in einer vernetzten Welt, wo Privatsphäre durch das Internet sowieso nicht mehr möglich ist. Und nachdem an so exponierter Stelle solche Äußerungen getan worden sind, hat die restliche Politik davor auch nicht mehr Halt gemacht. Ja? Da kann man durch alle Parteien gehen. Wiebelspütz, damals innenpolitischer Sprecher der SPD, wir müssen schon aufpassen, dass die Menschen nicht aus Furcht vor Überwachung beginnen, sich anders zu verhalten. Aber die Gesetzgebung kann sich ja nicht ausschließlich an Neurotikern und Paranoiden orientieren. Ja? Und kurz darauf, etwas feinsinniger formuliert, aber inhaltlich nicht viel anders, 4 Jahre später, Frau Merkel, Datenschutz darf nicht die Oberhand über die wirtschaftliche Verarbeitung gewinnen. Und nachdem die Politik durch alle Farben hindurch solche Äußerungen von sich gegeben hat, konnte die Industrie sich an der einen oder anderen Stelle dann auch aus der Deckung wagen. Ja, Thorsten Dirks im Jahr 2015, CEO von Telefonica und zum damaligen Zeitpunkt Präsident des Bitkom, immerhin des größten IT-Verbundes, Unternehmenverbundes in Deutschland. In Zeiten, in denen nahezu alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft digitalisiert werden, muss das Konzept der Datensparsamkeit neu überdacht werden. Ja? Das ist also die Welt, in der wir uns augenblicklich bewegen. Auf der einen Seite sowas komisch Bürokratisches wie eine Datenschutzgrundverordnung, dann kommt schon wieder die EU und regelt irgendetwas. Und auf der anderen Seite eine politisch und wirtschaftlich geäußerte Position, Datenschutz ist sowieso Schnee von gestern. Und dazu will ich in kleinen Schritt zurück machen. Wo kommt eigentlich das Recht auf Privatheit her? Worüber reden wir eigentlich? Was meinen wir, wenn wir von Datenschutz sprechen? Und da lohnt es ein bisschen weiter zurückzudenken. Sie erinnern sich, das Jahr 1977, okay, Sie erinnern sich nicht. Im Jahr 1977 wurde das Bundesdatenschutzgesetz verabschiedet. Das Bundesdatenschutzgesetz ist damit in diesem Jahr 41 Jahre alt geworden. Ein Gesetz, auf das man tatsächlich stolz sein kann. Ja, das war das erste Datenschutzrecht in der gesamten Welt.
ist ein Recht, das sich heute in der Datenschutzgrundverordnung in den Grundprinzipien genauso findet, wie es 1977 formuliert worden ist. Okay, Sie erinnern sich nicht, aber das Jahr 1977 war das Jahr, in dem der erste Taschenrechner, der elektronische, existierte. Ja? Da gab es in Rechenzentren Rechenkapazitäten, die signifikant geringer waren als das, was Sie heute in der Hosentasche tragen. Es war eine Zeit, in der Datenverarbeitung noch nicht stattgefunden hat. Die bestand auf dem Papier, in Ordnern, in Regalen. Das war Datenverarbeitung. Jetzt muss man nicht auf alles Recht in Deutschland stolz sein. Ja, wir haben auch das größte Steuerrecht, angeblich so viel wie der ganze Rest von Europa zusammen. Da muss man nicht so stolz drauf sein. Aber das hier ist wirklich was, was man zeigen kann. Und ich will ein bisschen illustrieren, warum das so seherisch war. Denn wenige Jahre später wurde es eigentlich erst relevant. 6 Jahre später, das Jahr 1983, Sie erinnern sich wahrscheinlich immer noch nicht. Das hier, wer weiß, was damals stattgefunden hat, 1983? Ja, die Älteren unter uns erinnern sich, Volkszählung. Ja? Volkszählung gibt es seit über 2000 Jahren, ne? Lernen Sie um diese Zeit jedes Mal, wenn Sie ab und zu in die Kirche gehen, wird gezählt. Und eine Volkszählung ist und war auch im Jahr 1983 eine anonyme Befragung von Haushalten. Eine Befragung, in der erhoben wurde, wie viele Menschen leben in dem Haushalt, wie viele Zimmer hat der Haushalt, wie ist ungefähr Größenordnung des Haushaltseinkommens, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene, wie viele Quadratmeter, welches Stockwerk und so weiter und so weiter. Ich war damals als Zähler eingeteilt und das war mein erster Kontakt zum Datenschutz. Und warum wurde das datenschutzrelevant? Eine anonyme Befragung. Als Protest gegen dieses Volkszählungsgesetz im Jahr 1983 sind in Deutschland Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen. Es waren die größten Demonstrationen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Wenn Facebook 1,4 Milliarden Daten mal eben an irgendjemand verliert, die deutlich signifikanter und vor allen Dingen personenbezogen sind, dann geht kein Mensch auf die Straße, ja? Da hört man die Proteste nicht mehr in den Medien so richtig. Damals war das anders, ja? Woran das liegt, will ich jetzt nicht diskutieren. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat es die Menschen bewegt und es hat sie bewegt aus einem ganz, ganz elementaren Grund, denn dieses Volkszählungsgesetz, was eigentlich eine anonyme Haushaltsbefragung sein sollte, hatte einen Konstruktionsfehler. Diese Bögen, auf denen die Befragungen gemacht wurden, mit denen die Zähler in die Haushalte gelaufen sind und die ausgefüllt haben, ja, damit die maschinenlesbar, was man damals darunter verstand, waren, mussten nämlich Kreuzchen ganz exakt in die Kästchen gesetzt werden, damit die Maschinen das erkannt haben. Und dazu gab es einen mehrseitigen Bogen der Befragung. Dieser Bogen hatte eine eindeutige Nummer und oben auf dem Bogen war ein Mantelbogen, nannte sich das, also eine erste Seite, in der der Zähler die Adresse des Befragten, den Namen des Befragten eingetragen hat, mit denen die Vollständigkeit geprüft wurde. Und bei der Zählung wurde es getrennt. Ja, der Mantelbogen mit den personalisierten Daten wurde separat zur Seite gelegt, um zu gucken, war vollständig gezählt oder musste nachgezählt werden. Und der Auswertungsbogen, der inhaltliche Auswertung, ging in die anonyme Auswertung. Das Ganze hatte nur einen kleinen Konstruktionsfehler, denn der Auswertungsbogen hatte eine eindeutige Nummer, die auf jeder Seite gedruckt war, und diese eindeutige Nummer befand sich auch auf dem Mantelbogen. Ja, das war das Datenschutzproblem und das hat dazu geführt, dass dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist. Ja, das kennen Sie, ist hier in die Ecke. Und das Bundesverfassungsgericht hat am 15. Dezember, also fast genau heute, vor 35 Jahren, eine wegweisende Entscheidung zum Datenschutz getroffen. Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht dazu da, wegweisende Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass die Entscheidung wegweisend ist. Aber für den Datenschutz war sie elementar. Das Urteil ist im Übrigen wie viele, viele andere Urteile des Bundesverfassungsgerichts fantastisch zu lesen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat die Aufgabe, die Übereinstimmung von Gesetzen mit der Verfassung zu überprüfen. Und das für das Volk. Und deswegen sind die Begründungen auch so geschrieben, dass man sie wirklich verstehen kann. Sehr präzise, gestochen, scharf. Kann ich Ihnen, wenn Sie noch nichts Besseres heute Abend zu tun haben, als Nachtlektüre empfehlen. Legen Sie sich auf den Tisch und lesen Sie sich durch. Ich habe Ihnen wenigstens als Anreißer und Appetizer einen Satz aus dem Urteil mitgebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich entschieden, das Grundrecht, welches kommen wir gleich drauf, gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bedürfen einer verfassungsgemäßigen gesetzlichen Grundlage. Das ist sehr weitreichend. Wir werden gleich nochmal sehen, warum das so weitreichend ist und was das bedeutet. Aber dazu muss man verstehen, welches Grundrecht denn gemeint ist. Woraus leitet das Bundesverfassungsgericht die informationelle Selbstbestimmung ab? Frage werden Sie wahrscheinlich jetzt spontan nicht beantworten können, aber Sie können mir wahrscheinlich sagen, wo die Grundrechte stehen in Deutschland. Wer weiß das? Jetzt machen Sie mich nicht schwach.
Das habe ich noch nie erlebt, dass die Frage keiner beantworten kann. Wo stehen die Grundrechte in Deutschland? Ich bitte Sie. Man muss doch eine Schule besuchen, glaube ich, bevor man studiert, oder? War da nicht irgendwie sowas? Grundgesetz. Das Grundgesetz. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist das Grundgesetz. So, wer kennt Artikel 1 des Grundgesetzes? Danke. Sie retten die Würde dieser ganzen Veranstaltung? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu bewahren ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. So, jetzt ist die Würde was ziemlich Komisches. Ja, man kann auch in Würde gefoltert werden. Was können Sie sich für Würde kaufen? Kann man sich nichts für kaufen. Ja, kann man irgendwo hinschreiben, kann sagen, es ist unantastbar. Ja, und dann guckt man in die Welt und sieht, dass Würde angetastet wird. Also komisches Ding. Und da machen Juristen was draus. Was machen Juristen daraus? Sie präzisieren den Würdebegriff, indem sie konkrete Rechte formulieren. Menschenrechte, Grundrechte. Und genau das macht das Grundgesetz in den Artikeln 2 bis 19. Da werden 18 Grundrechte formuliert, die jedem Menschen aufgrund seiner Würde zustehen. Punkt um. Ende aus. Basta. Und die in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden dürfen. Durch kein Gesetz und durch keine Person. So, jetzt macht ein guter deutscher Jurist das natürlich so, dass er nicht mit dem Unwichtigsten beginnt, ja? Sondern er beginnt mit dem Wichtigsten. Und das wichtigste Grundrecht, der wichtigste Ausfluss, die wichtigste Konkretisierung des Würdebegriffes, also unseres Menschenbildes, steht in Artikel 2 Grundgesetz. Wer kennt ihn? Okay. Bisschen fies, ja. Könnte man wissen, muss man nicht wissen. Sollte man vielleicht wissen. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ja, das heißt, das elementare Stück unseres Menschenbildes in Deutschland ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist Kern des Würdebegriffs. Und dann kommen ganz viele andere Rechte, wie Unantastbarkeit der Wohnung, Recht auf Arbeit und. So, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, ist die informationelle Selbstbestimmung mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit zu verknüpfen. Wie genau, das sage ich gleich. Da habe ich Ihnen noch, falls Sie doch nicht heute Abend dazu kommen, es zu lesen, auch einen Satz aus dem Urteil mitgebracht, das genau diesen Zusammenhang begründet. Aber bevor ich das mache, noch was Zweites. Wir reden, wenn wir über Datenschutz reden, also ganz offensichtlich über ein Grundrecht. Und zwar nicht nur indirekt, wie das Bundesverfassungsgericht 1983 geurteilt hat, nämlich informationelle Selbstbestimmung leitet sich aus der freien Entfaltung ab, sondern wir reden über ein echtes Grundrecht. Ja, das hat nur niemand mitbekommen, weil die öffentliche Diskussion zu dem Thema sich auf einem ganz anderen Terrain abgespielt hat. Aber im Jahr 2009 hat die EU eine Charta der Grundrechte verabschiedet. Und in dieser Charta der Grundrechte gibt es einen Artikel 8. Und der lautet: Jede Person hat das Recht auf den Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Und jede Person hat das Recht, Auskunft über diese betroffenen erhobenen Daten zu erhalten. Da steckt im Kern das komplette Datenschutzrecht drin. Alle Grundprinzipien. Elementar. Wenn wir Datenschutz sagen, sagen wir Grundrecht. Und zwar ganz direkt. Wir sagen es auch indirekt in Bezug auf unsere eigene Verfassung. Und da habe ich Ihnen den Begründungssatz aus dem Bundesverfassungsgericht-Urteil versprochen. Hier ist er. Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen einzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ist, dass wenn wir nicht wissen, was andere über uns wissen, werden wir uns anders verhalten. Wenn Sie davon ausgehen müssen, dass ich alles über Sie weiß, werden Sie sich mir gegenüber anders verhalten. Und das Argument, ich habe nichts zu verbergen, ist Bullshit. Verzeihen Sie mir das. Das ist das Dümmste, was man in diesem Kontext äußern kann. Denn Sie haben alles zu verbergen. Ihre gesamte Persönlichkeit. Ich will es mit einem Beispiel illustrieren. Ich will es jetzt nicht wissen. Aber der eine oder andere von Ihnen singt vielleicht morgens unter der Dusche. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja, ist gut für die gut gelaunten Starten in den Tag.
nachgewiesen. Aber wenn Sie sich vorstellen, in Ihrem Badezimmer wäre ein Mikrofon eingebaut und Sie müssen damit rechnen, dass Ihr Gesang hier in der gesamten Hochschule übertragen wird, dann würden Sie Ihr Verhalten ändern. Und deswegen hat das gar nichts mit "Ich habe nichts zu verbergen" zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir Freiheits- und Privatbereiche brauchen, in denen wir uns entfalten, so wie wir uns entfalten möchten. Und das machen wir eben nicht in aller Öffentlichkeit. Sie überlegen sich sehr genau, wem Sie was zur Kenntnis geben. Ja, wir kommen auf das Thema soziale Netze noch. Bis heute nicht verstanden, was daran sozial ist und warum Freunde immer die gleichen Informationen kriegen. Bei mir kriegen sie es nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir später. Aber das hier ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das, was das Bundesverfassungsgericht 1983 gesagt hat, hat vor 4 Jahren in ganz, ganz ähnlicher Diktion jemand gesagt, den Sie vielleicht vom Namen kennen oder zumindest vom Hintergrund, Glenn Greenwald. Glenn Greenwald ist der Reporter gewesen, der Snowdens Veröffentlichung aus dem Jahr 2013, 2014 publiziert hat. Und Glenn Greenwald hat in TED, Sie kennen das vielleicht, TED.com, wer es nicht kennt, sollte es sich unbedingt anschauen, können Sie nach ihm suchen, da finden Sie seinen Talk, einen 20-Minuten-Talk über Privacy gehalten, als Amerikaner. Sensationell, wirklich sensationell. Ich habe nur ein Zitat mitgebracht und das ist im Grunde nichts anderes als die Übersetzung von dem, was Sie eben in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gelesen haben. Wenn wir in einem Zustand sind, in dem wir überwacht werden können, dann reduziert sich der Bereich unserer Verhaltensoptionen dramatisch. Und dafür zitiert er eine ganze Menge psychologische Gutachten. Eines will ich Ihnen kurz skizzieren, ein Experiment von einem amerikanischen Philosophen entwickelt und tatsächlich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts umgesetzt, ein Panoptikum. Die Idee hinter Panoptikum ist ein Gefängnis, das keine Aufseher braucht. Das Konzept funktioniert so, man baue einen Turm, einen Wächterturm und verglase ihn außen, einseitig verspiegelt und dann baut man das Gefängnis drumherum. Stockwerk für Stockwerk, immer mit Zellen, die nach innen eine Glasfront haben zu dem Turm. Dann brauchen Sie keine Überwacher mehr. Weil jeder, der in seiner Zelle sitzt, permanent damit rechnen muss, dass er überwacht wird. Das reicht völlig aus. Sobald Sie in einem Zustand sind, in dem Sie damit rechnen müssen, dass Ihr Verhalten überwacht wird, gleichen Sie das an die soziale Erwartung an. Das machen Menschen. Und das ist genau dieser elementare Freiheitsverlust. Und deswegen ist Datenschutz etwas, wenn wir über Datenschutz reden, was elementar verknüpft ist mit unserem Kerngrundrechtsverständnis und dem Verständnis, wie wir unser Menschenbild sehen. Im Übrigen ist es interessant zu wissen, dass die Kernidee davon sogar aus den USA kommt. Kaum zu glauben, ja, wenn man sich die aktuelle Politik und Entwicklung dort anschaut, nämlich von Warren und Brandeis, zwei Juristen und einer von damals Mitglied des Parlaments, das Recht, allein gelassen zu werden. Die Idee des Rechts, allein gelassen zu werden, ist das Recht, Privatheit zu haben und das ist die Beginnung aller Freiheit. Das ist genau das. Das heißt, wenn wir über Datenschutz reden, reden wir über Freiheit und freie Entfaltung. Und jetzt reden wir, wenn wir heute über Datenschutz reden, ja nicht mehr über sowas. Wir reden nicht mehr über Befragungen wie im Jahr 1983, die mit Papier und Bleistift erfolgen oder Formulare, die Sie ausfüllen, die geknickt, gelocht und abgeheftet werden, sondern wir reden über das Netz. Und jetzt will ich Ihnen eine kurze Geschichte des Internets erzählen, aus der Perspektive des Datenschutzes in 5 Phasen. Wer von Ihnen benutzt regelmäßig Cloud-Dienste? Die anderen nicht? Okay, dann muss ich jetzt leider erklären, das ist doof. Ich habe eigentlich gedacht, dass Sie das kennen. Okay, sowas nennt man eine Suchmaschine, also für die, die sich jetzt nicht gemeldet haben. Ja, das ist ein Cloud-Dienst, den man anfragen kann. Da tippt man ein Wort rein, das wird dann an eine Firma in den USA übertragen namens Google und die hat Suchserver und sagt Ihnen dann, was Sie finden. Ja, das ist Internet Phase 1 seit 1994. Ein Schaufenster. Ja, die Idee des Schaufensters. Sie fragen irgendwas an, können sich was angucken, Sie können bestimmte Dienste aufrufen, können gucken, wie Sie in die Hochschule hier kommen, wenn Sie nicht genau wissen, wo die liegt. Ja, kennen Sie jetzt nicht, nennt sich Google Maps, können Sie mal die Kollegen fragen oder die kleinen Geschwister, die kennen das. Und jedes Mal, wenn Sie eine solche Anfrage an einen solchen Server richten oder auf einen Server dann draufgehen, der Ihnen in der Suchanfrage geliefert wird, dann entsteht ein Log-Eintrag. Ja? Log-Eintrag heißt, dort wird genau protokolliert, an welchem Tag Sie zu welchem Zeitpunkt welchen Befehl, also Abfragebefehl, zeigt mir die Seite sowieso, von welchem Rechner kommen, von welchem Browser kommen und von welchem Betriebssystem kommen, Sie abgerufen haben.
So. Das Internet, Phase 1, das Schaufenster. Ja? Jeder einzelne Suchvorgang und jeder einzelne Aufrufvorgang wird protokolliert und liegt inklusive der Historie, also von welcher Seite kommen sie, vor. Und jetzt funktioniert das nun nicht mehr, schon lange nicht mehr nur so, sondern sehr kurz nach der Entwicklung, ersten Schritten des Internets, haben sich immer mehr Interessenten gebildet, die mehr wissen wollen. Ja, das heißt, eine Webseite, die Sie heute gestalten und die Sie als Benutzer einfach nur aufrufen, ruft zum Beispiel Schriftarten von Google auf, auch wenn Sie gar nicht auf der Google-Seite sind. Durch den Aufruf der Schriftart oder durch den Aufruf von Bildern oder durch die Verwendung von Google Analytics, die einfach nur Nutzungsfrequenzen und so weiter mitprotokollieren, entstehen ganz viele Informationen, Abfragen dieser Art, die Dritten mitteilen, dass sie gerade auf genau dieser Seite sind. Und es gibt Tools, die Sie in Ihren Browser reinhängen können, die Ihnen die Vernetzung, die Verknüpfung zeigen. Ja? Da sehen Sie nach ungefähr einer Stunde ein solches Bild. Ja? In dem Zentrum ist Google, weil fast alle Webseiten auf Google gehen, egal was Sie jetzt gesucht haben. Sie waren auf 5, 6, 7, 8 Seiten. Und das sind die Seiten, die innerhalb dieser vielleicht eine Stunde Surfen Informationen darüber bekommen, wo Sie gewesen sind. So, das war nur Phase 1. Das heißt, das Internet weiß, wo Sie waren, was Sie gesucht haben, was Sie sich angeschaut haben, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Browser und mit welchem Betriebssystem. Und dann kam Phase 2, das ist blöd, das kennen Sie jetzt natürlich überwiegend auch nicht. Wie soll ich das erklären? Das ist so eine Art Tante-Emma-Laden. Ja? Das ist also ein Laden, wo Sie alles kaufen können, ein Kaufhaus, ja, nur virtuell. Sie gehen da nicht hin, sondern Sie können das mit Ihrem Browser, wissen Sie schon, was das ist, ja? Okay, also Sie gehen in den Browser dahin und jetzt passiert was ganz anderes, denn dieser Dienst erwartet Dateneingaben von Ihnen. Ja, wenn Sie dort was kaufen wollen, dann funktioniert das, also beispielsweise ein Baseballschläger, weil Ihre Kinder Baseball spielen, dann funktioniert das nicht so wie bei dem Kaufladen um die Ecke. Sie gehen da vorbei, nehmen den Baseballschläger, gehen zur Kasse und kaufen den, zahlen in bar und gehen. Und wenn dann nicht gerade der Schwager oder der Nachbar an der Kasse sitzt, dann weiß keiner, dass Sie gerade für Ihren Kindern einen Baseballschläger gekauft haben. Sondern wenn Sie das online machen, ja, können Sie sich vorstellen, auch diejenigen, die das nicht kennen, dann müssen Sie dort natürlich Ihre Adresse hinterlassen, sonst kommt der Baseballschläger nie bei Ihnen an. Ja, und der Verkäufer will Geld sehen, also müssen Sie in Zahlungssystemdaten eingeben. Das heißt, sobald diese Dienste kommen, werden Ihre Daten über die IP-Adresse hinaus eben verknüpft mit Zusatzinformationen, die an Ihre Person geknüpft sind. Ja? Name, Adresse und so weiter. Und jetzt hat der Verkäufer natürlich noch mehr Interesse, der will Ihnen vielleicht auch noch Baseball verkaufen oder will Ihnen Handschuhe verkaufen oder was auch immer. Das heißt, er speichert sich die Kaufvorgänge. Anders als der Kaufladen, der Sie nicht kennt, in dem Sie in bar bezahlen, ist hier natürlich bekannt, was Sie bisher gekauft haben und dann soll Ihnen das angezeigt werden. Ja? Und dann entstehen Profile und wenn Sie das, müssen Sie mal machen, also wenn Sie selbst kein Smartphone haben, machen Sie es bei Ihren Kindern oder Geschwistern oder wie auch immer. Oder in Freunden, die sich eben gemeldet haben. Dann scrollen Sie auf dieser Seite ein bisschen nach unten. Ja, und dann kommt so ein Balken, der zeigt, Kunden, die diesen Artikel kauften, kauften auch. Ja, und wenn Sie da hinkommen, dann sehen Sie, was der Anbieter von Ihnen hält. Das heißt, dann entstehen Profile. Es werden Dinge verknüpft mit Ihren Personendaten. Und es gibt noch mehr Dienste dieser Art. Ja? Es gibt Dienste, in denen Sie gemeinsam Termine vereinbaren können. Und da können Sie dann reinschreiben, ganz wichtiges geheimes Treffen, ja, mit erstens, zweitens, drittens. Am so und so vielten hier und da. Sie können sowas machen, ja? Telefonieren über das Netz. Ja? Stichwort Vermeldegeheimnis, wir haben es eben gehört. Interessant sind gar nicht die Inhalte, die sind vielleicht Ende zu Ende verschlüsselt. Interessant ist, wer mit wem zu welcher Zeit kommuniziert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und Sie können auch Dateien austauschen. Ja? Dropbox kennen Sie jetzt auch nicht. Ist ein Anbieter, in dem Sie eben Dateien hochladen, wieder runterladen können. Und wenn Sie Ihre Dateien schon oben haben, dann können Sie im Grunde auch gleich die Anwendung komplett verwenden. Gehen Sie auf Google Docs, machen Sie gleich alles da oben, ja? Weil der Anbieter kennt ja dann sowieso alles. Und auf einmal haben Sie viele, viele Dinge, die vorher nur Schaufenster waren, in der Phase 2 des Internet verknüpft mit verschiedenen Angaben, die Sie für die Erfüllung dieser Dienste dort eingeben und hinterlassen. Und dann kommt Phase 3, das ist blöd, das kennen Sie jetzt alle auch nicht, nennt sich Social Network. Wie gesagt, das Social da drin habe ich bis heute nicht verstanden, aber es sind eben Netzwerke. Die Idee hinter diesen Netzwerken ist, in Austausch zu kommen. Das ist ja so auch so schwierig, ja? Man muss die anderen ja sehen und richtig mit jemandem reden. Da kann man das alles digital machen. Jedenfalls bieten diese sozialen Netzwerke die Möglichkeit, sich zu vernetzen, ja? Freunde zu finden und diesen Freunden allen genau das Gleiche zu zeigen.
ja, Facebook und so weiter haben wir eben kennengelernt. Das Interessante, eigentlich Interessante an diesen Netzwerken, und das ist auch das, was datenschutzrechtlich das Gefährliche ist und das die Phase 3 des Internet für mich ausmacht, ist diese Vernetzungsinformationen. Es gibt eine Studie aus den USA aus den 90er Jahren, in denen sich jemand mit dem Thema der Einflüsse von Aufsichtsratsmitgliedern auf amerikanische Unternehmen beschäftigt hat. Ja, und Sie sehen hier, die Vernetzung zwischen den Aufsichtsräten und die größeren Kreise sind genau diejenigen, in denen bestimmte Aufsichtsräte eben als Mehrfachaufsichtsräte in verschiedenen anderen Unternehmen mit drin sind. Das heißt, die Vernetzungsinformation sagt etwas über die Bedeutsamkeit von einer bestimmten Person, um den Einfluss von der Person. Ja, sagt zum Beispiel in Facebook oder in anderen Zusammenhängen auch etwas darüber, auch im Verhältnis der Aktivität, wer startet wann welche Aktivität, da sind die Inhalte eigentlich völlig irrelevant. Sagt was über Influencer, ja, wer ist relevant in bestimmten Kontexten. Und das sind hochgradig wertvolle Informationen, die aber unglaublich viel über ihr soziales Verhalten offenlegen. Und es geht natürlich weiter mit solchen Dingen. Kennen Ihre kleinen Geschwister bestimmt auch, WhatsApp, ja, kann man Nachrichten schnell austauschen, SMS-Ersatz oder eben sowas wie Twitter. Ja. Twitter ist ein Angebot, was relativ hoch an den Börsen bewertet wird, obwohl es bis heute kein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Ja, ist, okay, für diejenigen von Ihnen, die jetzt keine Cloud-Dienste nutzen, sowas wie SMS für Anfänger, ja, also kann man halt üben, 140 Zeichen-Nachrichten höchst komprimiert von sich zu geben. Gibt auch Leute, die sagen, Speaker's Corner für amerikanische Präsidenten. Aber sowas anderes ist Twitter im Augenblick wenig. Ja, und es gibt einen zweiten Anbieter, der in den USA relativ populär ist, in Deutschland nicht so bekannt, Foursquare. Das ist ein Angebot, mit dem Sie Ihren Aufenthaltsort über Ihr Smartphone signalisieren können, indem Sie an bestimmten Stellen, an denen Sie häufig sind, Ihre Lieblingskneipe, Ihre Hochschule, wo auch immer, signalisieren, Sie sind jetzt dort. Und der Betreiber dieser Örtlichkeit kann Ihnen nun Angebote machen. Ja, das heißt, wenn Sie relativ oft dort sind, dann können Sie einen höheren Status gewinnen. Ja, irgendwann sind Sie Bürgermeister in dieser Lokation und dann kann der Anbieter Ihnen beispielsweise ein Freigetränk spendieren. Ja, das ist eigentlich die Idee dahinter. Auch ein Unternehmen, was mit mehreren Milliarden im Augenblick bewertet wird, kein funktionierendes Geschäftsmodell bis heute, also Sie verdienen kein Geld, sondern verbrennen Geld fremder Leute. Diese beiden Angebote haben aber was sehr Interessantes, denn vor einigen Jahren hat sich ein Aktivistenteam zusammengetan, hat gedacht, jetzt nehmen wir doch diese beiden Angebote ohne Geschäftsmodell und legen da oben drüber eins mit Geschäftsmodell. Und sie haben das genannt pleaserobme.com. Robme.com macht nichts anderes, als nachzuschauen, wo gerade jemand getwittert hat, ich fahre jetzt in Urlaub und sich anschließend am Flughafen oder am Bahnhof oder wo auch immer einloggt und dann wird recent empty homes, ja, wird einfach angezeigt, welche Häuser gerade leer stehen. Ja, und schon haben sie ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ja? Pleaserobme.com war ungefähr 2 Monate online, ja? Danach hat sich die ganze Welt drüber aufgeregt. Dann wurde es offline genommen, die Robots existieren natürlich immer, ja? Die Informationen gibt es natürlich nach wie vor. Ja? Und alle haben verwundert geguckt. Was ich Ihnen damit zeigen will ist, sobald wir über Vernetzungsinformationen reden, reden wir auch darüber, dass Informationen in anderen Kontexten auf einmal ganz anderes Gewicht bekommen können, ganz andere Bedeutung bekommen. Und das gilt dann natürlich erst recht, wenn man anfängt, wie mit WhatsApp, in Kommunikationsverhältnisse hineinzugehen. Auch da lässt sich natürlich, selbst wenn die Inhalte verschlüsselt sind, lassen sich natürlich hochinteressante Verhältnisse auch innerhalb der Gruppen bilden. Und das leitet uns über zur Phase 4 des Internet. Nach dem Netz oder der Vernetzung kam das Mobile. Und das Besondere an den Mobilen ist eigentlich nicht, dass sie Mobilgeräte, also andere Endgeräte verwenden, sondern das Besondere ist, dass diese Geräte Sensoren besitzen. Seit das Internet über Smartphones genutzt wird, sind wir im Internet der Sensoren. Und das ist dramatisch. Ja, jetzt kennen Sie das überwiegend nicht. Man kann, wir haben es eben gesehen, wenn Sie über Google Maps sich Verbindungen anzeigen lassen, dann kriegen Sie zum Beispiel Verkehrsinformationen. Ja? Die 3, 4, die das regelmäßig machen, machen das vielleicht. Und dann wissen Sie, da in Pforzheim ist Stau. Gut, das weiß man auch auswendig, aber Sie wissen immerhin, wie lang der Stau ist und wo er ist und wann er ist. Jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die glauben, dass da irgendjemand sitzt bei Google und SWR 3 hört und die ganzen Staumeldungen eintippt.
ist natürlich Quatsch. Da sitzt keiner in die Daten ein. Nein, Sie sind die Daten. Sobald Sie einen Google-Dienst nutzen, werden Ihre Ortsinformationen an Google übertragen. Und wenn sich auf einmal die Ortsinformationen von einem Handy, das sich relativ schnell mit 120 Sachen bewegt, das auf einmal runterbeamt auf 20 Stundenkilometer oder auf stockenden Verkehr und auf einmal die Ortsinformationen von vielen vorher 4, 5, 6 Meter entfernten Geräten auf einmal auf 2 bis 3 Metern reduziert, dann heißt das, dass wir da einen Stau haben. So funktioniert das. Das heißt, die Sensoren sind dabei, ihre Aufenthaltsinformationen zu vermitteln. Ja? Und manchmal wollen sie das sogar. Ja? Der eine oder andere, der Sport macht, verwendet solche Apps, in denen dann auch ihre Laufgeschwindigkeit mit protokolliert wird, ja? Verglichen wird, hochgeladen wird auf Portale, in denen die Daten verglichen werden können. Und wer es ganz genau wissen will, der hat dann noch eine Sportuhr, die dann einen Puls misst. Und diese biometrischen Daten werden dann auch noch hochgeladen. Ja? Wenn jemand sich mal mit Ärzten unterhält und erfährt, was man so aus einer Pulsfrequenz alles rauslesen kann in Gesundheitsdaten, dann überlegt er sich vielleicht dann doch nochmal, die Daten hochzuladen. Aber das wird in großer Fläche gemacht. Das heißt, was wir mit Sensoren inzwischen haben, dass das Internet nicht nur ihren Aufenthaltsort kennt, nicht nur ihre Freunde, Beziehungen, ihr soziales Verhalten kennt, sondern dass es auch noch ihre medizinischen Daten kennt. Ja? Und wenn das nicht reicht, dann stellt man sich halt noch sowas in den Haushalt, überträgt dann auch noch seine Stimme und mit seiner Stimme seine aktuelle Laune, Krankheiten und so weiter und so weiter. Ja? Müssen sich nur mal mit einem Arzt unterhalten, was man aus einer Stimmanalyse alles herausbekommen kann. Alle diese Daten werden übertragen, nicht nur das Nutzungsverhalten. Ja? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Es gab mal Menschen, die haben für die Unverletzlichkeit der Wohnung demonstriert, ja? Und heute stellen sich die Menschen solche Dinge ins Haus. Aber okay, wir leben in einer freien Gesellschaft. So, und jetzt schlage ich den Datenbogen zurück zum Thema Datenschutz. Warum funktioniert das alles? Auf welcher Rechtsgrundlage funktioniert das denn? Warum dürfen die das? Informationelle Selbstbestimmung. Weil sie da zustimmen. Weil genau hinter diesen Diensten, jedem ihrer Dienste eine Datenschutzerklärung liegt und sie dieser Datenschutzerklärung zustimmen. Wer weiß, wann er der letzten Datenschutzerklärung zugestimmt hat? Gestern, heute? Gestern? Okay. Wer weiß, wie vielen Datenschutzerklärungen er in diesem Jahr schon zugestimmt hat? Oh shit, blöde Frage. Okay, in diesem Monat. Ja? Und wer von Ihnen hat bei jeder Zustimmung die Datenschutzerklärung gelesen? Das ist informationelle Selbstbestimmung im Internetzeitalter. Und es ist nicht mal rechtswidrig, weil Sie haben alle zugestimmt. Informationelle Selbstbestimmung in Reinkultur. Ja? Sie sagen freiwillig, ich bin einverstanden. Ich will das so. Und jetzt gucken wir ein bisschen nach vorne. Ja? Phase 4, habe ich gesagt, die Sensoren. Jetzt kommt Phase 5. Phase 5 beginnt mit etwas, was Techniker entwickelt haben. Schon relativ alt. Gaben die ersten Entwürfe schon während meines Studiums, schon lange her, Informatikstudiums. Nämlich IP-Version 6. Das Internetprotokoll hat viele, viele Details, die auch Qualitätsverbesserungen bringen, alles mögliche, aber einen datenschutzrechtlich ganz wichtigen Aspekt, nämlich mehr Adressen. Der Adressraum mit IPv4 ist langsam eng geworden. Ja, es gab sogar welche, die gehortet haben und später verkauft. Es geht jetzt gerade noch, aber so langsam kommt man an Grenzen. Und damit hatten Techniker und Informatiker, wie man das halt so macht, ja, wenn man ein Problem hat, dann löst man es gleich ordentlich, hat man eben den Adressraum nicht ein bisschen vergrößert, sondern ein bisschen viel vergrößert. Ja, also um Ihnen eine Vorstellung zu geben, 10 hoch 38, das ist eine 1 mit 38 Nullen. Ja, das ist die Zahl, ich nehme an, das kann keiner von Ihnen vorlesen, ich auch nicht. Und um Ihnen eine Größenvorstellung zu geben, über was wir reden, vielleicht mal ein Vergleich, ja, wir haben demnächst 10 hoch 9 Menschen auf der Welt. Ungefähr, noch nicht ganz zum Glück. Ja? Und die gesamte Welt besteht aus 10 hoch 50 Atomen. Also mit 10 und 38 kann man so ungefähr jedem Sandkorn an jedem Strand eine IP-Adresse geben. Ja, nur um so mal die Dimensionen aufzuzeigen. Ja, exponentielles Wachstum kann man sich immer schwer vorstellen. Und genau das passiert. Ja, es werden allen möglichen Dingen unseres täglichen Gebrauchs, in denen wir uns bewegen, Autos, Fahrzeuge, Gegenstände, werden in Zukunft IP-Adressen vergeben. Internet der Dinge. Ja, jeder einzelne Gegenstand. Jetzt dämmert Ihnen so ein bisschen, wo das Ganze hinläuft. Ja? Das sind nämlich Dinge, die Sie entwickeln werden. Die werden IP-Adressen haben.
Und die werden verbunden sein mit Menschen. Und auf einmal werden die Bewegungsprofile, die Nutzungsprofile, das Verhalten von genau diesen Dingen wird obendrauf kommen, auf das, was das Netz irgendwo verteilt bereits über uns weiß. Wir werden Häuser steuern, ja, können wir schon heute. Und auf einmal wird alles, ja, von der Heizung bis zum Rollladen, wird alles IP-Adressen haben. Alles wird kommunizieren. Und das alles über das Smartphone steuern. Über das Netz, natürlich, über was sonst. Über Cloud-Dienste, über was sonst. Und die Menschen wollen das auch. Ja? Wenn man sich Befragungen anguckt, 52%, das ist eine Befragung, die ist schon 5 Jahre alt, wollen ihr Zuhause über das Netzwerk steuern. Und 92% der 18 bis 34, okay, sie nicht, sie kennen überwiegend keine Cloud-Dienste, tut mir leid, aber schlechte Auswahl. Aber der Rest der Welt, also alle außerhalb dieses Hörsaals, 92% wollen in der Zukunft nicht auf Home-Automation verzichten. Ja, und was dann passiert, nur um Ihnen das mal zu illustrieren, ein Kollege von mir hat im Jahr 2008, 10 Jahre her, 2008, einen intelligenten Stromzähler genommen, im Selbstversuch, und hat sich die Daten ausgelesen. Ja, so sieht ein intelligenter Stromzähler aus, das ist das, was er liefert, ne? So. Und diese Daten, die er liefert, sind so präzise, dass man genau sehen kann, wann er den Herd eingeschaltet und gekocht hat. Ja? Hier nämlich, da hat er Kaffee gekocht, ja? Hier seinen Laptop aufgeladen und so weiter. Und er hat dann das Ganze analysiert. Ne? Man sieht Notebook leer an die Steckdose, WLAN aus, Ladekurve des Notebooks, fertig. So, und auf einmal sieht man sehr viel. Ja? Man braucht recent empty homes, braucht man nicht mehr, weil man sieht direkt an der Kurve, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Sie sehen auch, in welchem Zimmer. Sie sehen, welches Licht angeht. Man kann aus diesen Kurven sogar den Kühlschrank identifizieren, den Hersteller des Kühlschranks. Weil jeder Kühlschrank ganz typische Stromladekurven hat. Ne? So. Das ist die Welt. Also da steckt viel, viel mehr Information drin, als wir uns auf den ersten Blick vorstellen. Und es wird weitergehen. Ja? Wir werden Fahrzeuge vernetzen. Ja? Die werden miteinander reden. Wir haben das jetzt schon. Die Fahrzeuge werden wissen, wie unser Verhalten in einem bestimmten Kontext ist. Ja, wir werden Logistikketten haben, Anbieter, die genau wissen, wer wann wo mit welcher Geschwindigkeit herumfährt. Und wir haben im Fahrzeug natürlich noch viel mehr. Wir haben Musikanlagen, ja? Wir haben eine Hupe, wir haben eine Innenbeleuchtung. Kann man alles mitlocken. Natürlich, braucht man vielleicht. Und dann fährt man vielleicht durch Karlsruhe, ja, hier von unserem Büro zum ZKM, und auf einmal weiß das Netz, wer auch immer, ein Cloud-Dienst, was mit dem Tank ist, welche Radiostation ich eingelegt habe, welche CD, mit welcher Lautstärke ich höre, wann ich den Blinker setze, bevor ich abbiege, ja? Wie die Ampel aussieht, denn die Information liegt da auch, wenn auch in einem ganz anderen Netz vor. Ich weiß, wie ich abbiege, ich weiß, wie schnell ich fahre, ich schicke vielleicht eine SMS, oh, ganz gefährlich, ja? Hupe, WhatsApp aufgerufen, alala, ja? Ampel gelb, SMS empfangen und so weiter. Auf einmal werden wir in einer Situation sein, in der jede unserer Bewegungen alles mitprotokolliert wird, alles gelockt wird. Und eins haben wir dabei noch gar nicht betrachtet, nämlich das hier. Wir haben zurzeit ungefähr 400.000 öffentliche Videokameras in Deutschland. Ja, die werden überwiegend noch so ausgewertet. Aber das ist Technik von vorgestern. Ja, zukünftig werden die so ausgewertet. Und da weiß das System, welche Personen dort gerade was tun. Und wir können auch mehr tun. Ja, Big Data haben wir eben als Stichwort gehört. Wir können alle diese Informationen, zum Beispiel aller Verkehrsteilnehmer in Karlsruhe, alles das, was wir eben gesehen haben, können wir in einen großen Topf werfen. Und dann können wir auf einmal normgerechtes und nicht normgerechtes Verhalten identifizieren. Wir können feststellen, wenn sich jemand nicht so verhält, wie wir das erwarten. Wenn jemand irgendwie herausragt. Ja? Da gibt es Anbieter, auch einen sehr großen Karlsruhe-Anbieter zum Beispiel, der sowas bei Verkaufsverhalten bereits macht. Unter anderem für Otto. Ja, darf ich laut sagen? Otto ist einer der Eigner. Der Anbieter macht zum Beispiel Kaufverhaltensanalysen und stellt dabei fest, wie hoch die Preissensibilität sich verändert kurz vor Ostern, kurz vor Weihnachten. Und dann steigen die Preise. Und das Spannende ist, die erzielen mit diesen Analysen, das sind statistische Analysen, sind sogar datenschutzrechtlich völlig unkritisch, weil sie anonym über anonymen Daten erfolgen. Ja? Können die auf einmal feststellen, aha, ich kann zu bestimmten Zeiten die Preise anheben und mache trotzdem den gleichen Umsatz. Also die gleichen Einzelumsätze, Einzelkäufe, aber mit einem höheren Umsatz. Und die erzielen mit diesen Big Data Optimierungen 10-15% mehr Umsatz. Muss man sich mal übers Jahr, ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
So, das heißt, sie sind schon längst nicht mehr, wenn sie glauben, dass sie im Internet surfen, ja, und da ganz frei sind und sich Angebote angucken, ja, dann nehmen sie einfach mal ein Apple und ein PC und gehen auf die gleiche Angebotsseite. Zum Beispiel Fernreisen. Und dann werden sie andere Preise sehen. Weil ihnen ihren Logdaten übertragen wird, von welchem Rechner sie anfragen. Und erfahrungsgemäß ist ein Apple-Benutzer jemand, dem das Geld ein bisschen lockerer sitzt als ein PC-Benutzer. Nachweislich. Ja, können Sie ausprobieren. Und dann passiert natürlich auch vielleicht irgendwann das Umgekehrte. Ja? Kundenkarten nicht mehr genutzt, Smartphone abgemeldet, Facebook-Account gelöscht, nichts mehr getwittert und gegoogelt und Sie fragen, weshalb man Sie verdächtigt. Ja? Sie kennen das. Ja? Den Film kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja? Alles schon da gewesen. Minority Report. Ja, die Geschichte, dass man Voraussagen machen kann über das Verhalten, indem man aus altem Verhalten Prognosen anstellt für die Zukunft. Und dann passiert genau das, was wir eben kennengelernt haben. Ja? Nur, dass wir ohne Panoptikum auskommen. Dass die Beobachtung einfach so erfolgt. Und dass irgendwann auch dem Letzten klar sein wird, sozial auffälliges Verhalten ist auffällig. Und wir werden diese Entwicklung werden wir nicht dadurch ändern, dass wir weiterhin Einwilligungserklärungen im Internet streuen, die keiner liest und einfach abhakt, weil er verdammt nochmal diesen blöden Service haben will. Damit werden wir das nicht lösen. Mit informationeller Selbstbestimmung werden wir das nicht lösen. Das werden wir nur lösen, wenn Techniker, und das sind Sie oder werden Sie sein, wenn Techniker genau dieses Problem adressieren und verstehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir in diesem Sinne, im Sinne des Datenschutzes, digitale Souveränität haben wollen, also weiterhin Freiheit haben wollen, dann brauchen wir was ganz anderes. Wir brauchen Entwickler, die Security by Design realisieren. Sicherheit im System, nicht nachträglich. Denn nachträglich angeflanschte Sicherheit hat noch nie funktioniert. Wir brauchen Privacy by Default. Wir müssen Systeme so bauen, dass sie in erster Linie Privatheit schützen. So weit, wie es eben möglich ist. Ja? Also möglichst, kommen wir gleich noch drauf, anonyme und ähnliche Dinge. Wir brauchen sichere Software. Ganz große Herausforderung. Die meisten von Ihnen werden irgendwann Software entwickeln oder werden an Softwareentwicklungsprozessen beteiligt sein. Und da passieren die Fehler. Das ist die Ursache für alle Angriffe auf Systeme, die in der Welt stattfinden, sind Löcher in Software. Wir brauchen Robustheit. Das geht über die Sicherheit der Software hinaus. Das Gesamtsystem muss nicht angreifbar sein. Und das ist herausfordernd. Weil nämlich manchmal ist die Kombination von verschiedenen Komponenten von Hardware und Software überhaupt erst eine Schwachstelle preisgibt oder zu einer Schwachstelle führt, während das Einzelteilsystem durchaus sicher betrachtet werden kann. Wir brauchen, wir haben es eben gehört, Systeme, die keine Hintertüren enthalten. Wir brauchen Lösungen, die Anonymität garantieren oder anonym funktionieren. Viele, viele Dienste, die wir heute nutzen, die wir auch gerne nutzen, die auch hilfreich sind, ja, nehmen Sie Staumelder, funktionieren auch anonymisiert. Kein Problem, kann man so machen, muss man nur wollen. Und wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Systeme, die dem Benutzer zeigen, das sind die Daten, die du gerade preisgibst. Nur dann funktioniert informationelle Selbstbestimmung. Wenn Sie wüssten, was Sie alles preisgeben, wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem iOS-Gerät einen Eierkocher runterladen, ja, der postet nämlich auch Ihre GPS-Informationen. Ist ja klar, wenn Sie auf dem Berg, also auf 8000 Meter Höhe zum Beispiel, wo Sie gerade hochgewandert sind, ein Ei kochen, dann dauert es ein bisschen länger. Will ja richtige Ergebnisse liefern, ja? Aber Ihre GPS-Daten sind weg. So, das heißt, wir brauchen Transparenz. Wir müssen den Benutzern in den Systemen klar machen, welche Daten verarbeitet werden, damit er das tatsächlich informationell selbstbestimmt entscheiden kann. Und wir brauchen Zweckbegrenzung. Wir dürfen die Daten nur für die Zwecke verwenden, für die sie von dem Benutzer auch frei preisgegeben werden. Nicht zu anderen Zwecken, nicht vernetzt in andere Kontexte. Ja? Siehe recent empty homes. Und wir brauchen, und das glaube ich ist eines der wichtigsten Probleme überhaupt, wir brauchen dezentrale Lösungen. Alle Lösungen, die heute in der Cloud gepostet werden, sind zentrale Lösungen. Die sind für den Anbieter einfach, aber sind datenschutzrechtlich der GAU. Weil natürlich alle personenbezogenen Daten an diesem zentralen Punkt zusammenlaufen. Das ist ein zentraler Angriffspunkt und es gibt dem Anbieter natürlich eine unglaubliche Macht über genau diese Daten und damit auch ein großes Missbrauchspotenzial. Und last but not least, ganz hässlich für Techniker, für Informatiker ist recht. Wer Daten hat, der hat. Ja? Also Informatiker sind die schlimmsten Datensammler, die man sich vorstellen kann, weil man weiß ja nie, wovon man es noch braucht. Datenschutz funktioniert nur mit Löschung.
Wenn der Zweck erfüllt ist, wenn man die Daten nicht braucht, weg damit. Erledigt. Und das müssen die Systeme leisten. Das müssen die Systeme leisten, die sie entwickelt werden. Zusammenfassend nochmal, Security by Design, Privacy by Default, sichere Software, Robustheit, keine Hintertüren, Anonymität, Transparenz, Zweckbegrenzung, Dezentralität und Löschung. Und jetzt hoffe ich, dass Sie aus diesem Vortrag nicht so rausgehen, kann man so sehen, sondern dass Sie verstehen, dass Sie auch Verantwortung dafür tragen, dass die Systeme, die Sie später entwickeln oder mitentwickeln werden, dass die darüber entscheiden werden, ob das Ganze funktioniert. Und schließen möchte ich mit Marie von Ebner-Eschenbach. Die erbittersten Feinde der Freiheit sind die glücklichen Sklaven. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Fox. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in diesem Kolloquium viel gehört über die Chancen der Digitalisierung. Und ich freue mich, dass wir hier an die Schattenseiten auch kennengelernt haben in einem schönen Überblick und gesehen haben, welche Risiken bestehen, die tief in unsere Grundrechte eingreifen. Und ja, ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Inwiefern können Sie denn jetzt als Firma da dagegen eigentlich ankämpfen, gegen so eine Riesenmacht? Ja, das ist eine gute Frage. Als Firma kann man das natürlich nur, wenn man damit beauftragt wird. Immerhin ein paar, ich könnte eigentlich viele Geschichten erzählen, die darf ich aber überwiegend nicht erzählen, aber eine darf ich erzählen, will ich auch ganz kurz erzählen. Wir haben das Datenschutzkonzept für Toll Collect entwickelt. Toll Collect kennen Sie, Kontrollbrücken, die über den Straßen stehen. In diesen Brücken wird jedes Fahrzeug dreimal fotografiert und das Nummernschild identifiziert. So, jetzt dienen die Brücken dazu, ja, Sie erinnern sich vielleicht auch nicht, also als Toll Collect damals im Vergabeprozess war, 2002, gab es einen riesen Aufstand, es war verspätet und da gab es drei Auflagen damals von der Bundesregierung vor der Inbetriebnahme, die die Freigabe erforderten und eine davon war der Datenschutz und wir haben damals das Datenschutzkonzept entwickelt und umgesetzt und es ist explizit vom Bundesdatenschutzbeauftragten damals gelobt worden. Was wir gemacht haben ist, dass wir gesagt haben, Zweck der Datenverarbeitung in diesen Brücken ist die Identifikation von Mautprellern. Das heißt, wenn ich weiß, dass das Fahrzeug, was ich fotografiere, und ich muss alle fotografieren, weil von vorne sehe ich ja nicht, ob es ein mautpflichtiges Fahrzeug ist, ja, sehe ich ja nur die Front. Ich muss in der Brücke bereits entscheiden, ob das überhaupt ein Mautpreller sein kann. Ja, das heißt, in der Brücke, in allen Brücken in Deutschland, werden alle Fotos von allen Fahrzeugen, die erkennbar kein mautpflichtiges Fahrzeug sind, weil das Foto von der Seite zeigt, ist kein Dreiachser, ja, ist kein Neuntonner, also gar nicht mautpflichtig, wird sofort gelöscht. Also alle PKWs werden sofort gelöscht auf der Brücke. Dann werden alle Fotos sofort gelöscht von Fahrzeugen, die über Onboard-Units signalisieren, ich habe bezahlt. Und alle, die vorab bezahlt haben. Und es bleiben nur diejenigen, die tatsächlich nicht bezahlt haben. Ja, das ist ein Bruchteil. Hat den netten Nebeneffekt gehabt, dass der Geschäftsführer von Toll Collect damals gesagt hat, die einzigen, die ihr Geld wert sind, die Datenschutzbeauftragten hier. Weil die terabyteweise an zu speichernden Daten gespart haben. Ja, das hat denen Milliarden gespart. War ein schöner Nebeneffekt, deswegen konnten wir das auch gut verargumentieren. Also es funktioniert. Ja? Man kann es tun, man kann im Systemdesign mit klarer Zweckbestimmung, mit klaren Löschvorgaben tatsächlich Datenschutz realisieren. Das heißt, in Deutschland muss keiner Angst haben, dass er dort fotografiert und aufbewahrt wird, wenn er mit einem PKW unter einer Brücke fährt. So, das hat Implikationen. Ja? Wir haben deswegen damals mit dafür gesorgt, dass es ein Autobahnmautgesetz gab, in dem die Beschlagnahmefestigkeit der Mautdaten festgehalten wurde. Ja, das heißt, selbst bei einer polizeilichen Nachforschung dürfen die Mautdaten nicht beschlagnahmt werden, die Fotografien und so weiter nicht beschlagnahmt werden. So. Sie erinnern sich vielleicht, vor 3-4 Jahren ist so ein Spinner in Nordrhein-Westfalen rumgefahren und hat mit einem Kleinkalibergewehr auf andere Fahrzeuge geschossen. Und dann war das Geschrei sofort da. Ne? Dann sind Sie genau an dem Punkt. Warum nehmen wir nicht die Mautdaten aus den Brücken? Mal abgesehen davon, dass sie gar nicht da waren, die löschen wir ja sofort. Ja? Ist das genau die Spannung, die man dann als freiheitliche Gesellschaft aushalten muss? Das geht eben nicht. Es geht nicht. Ja? Man darf diese Daten nicht zu anderen Zwecken, egal wie gut die begründet sind, verwenden. Sondern man muss dann sagen, okay, wenn wir jetzt für polizeiliche Ermittlungen diese Daten benötigen, dann müssen wir eine zweite Infrastruktur, müssen wir zusätzliche Kameras aufstellen. Genau das hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen gemacht, hat die relevanten Strecken, also datenschutzrechtlich bilderbuchmäßig, er hat gesagt, das sind die relevanten Strecken, in denen das vorgekommen ist, also
fotografieren wir dort. Hat an den Mautbrücken zusätzliche Kameras montiert und hat eine eigene Infrastruktur zum Fotografieren der Fahrzeuge aufgebaut. Und zwar begrenzt zeitlich auf die staatsanwaltlichen und polizeilichen Ermittlungen und anschließend wieder abgebaut und gelöscht. Das muss man dann aushalten. Aber das muss man als Gesellschaft auch verstehen. Ja? Dass Datenschutz, eben, wenn man ihn konsequent umsetzt, eben bedeutet, dass man nicht alles kann. Dass Daten nicht im Rahmen von der Vorratsdatenspeicherung vorgehalten werden dürfen und man dann eben sagt, jetzt könnte ich aber das gebrauchen und das. Dass wenn die Argumente noch so gut sind, wozu man es brauchen kann. Ja? Also es funktioniert, aber muss jemand finden, der es will. Und es gibt genug Kunden, die nicht unsere Kunden sind, die es nicht wollen. Google ist nicht unser Kunde, Facebook auch nicht. Weitere Fragen? Sie haben gegen Ende des Vortrags Ihre 10 Thesen für einen funktionierenden Datenschutz aufgestellt, die ja sehr ähnlich oder fast deckungsgleich in der DSGVO umgesetzt worden sind. Da fällt mir vor allen Dingen der Punkt auf, dass die Betroffenen ein Recht auf Löschung haben. Wie würden Sie sagen, funktioniert ein guter Prozess, das Recht auf Löschung mit der Notwendigkeit von Backups und der Integrität von Backups zu vereinbaren? Ja, sehr guter Punkt. Also Löschung ist erstmal schwierig, immer schwierig. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn es von Anfang an nicht mitgedacht ist. Deswegen habe ich es auch als letzten Punkt genommen und extra fett gedruckt. Löschen muss man von Beginn an im System mitdenken. Ja, wie andere Dinge, die jetzt nach Grundverordnung neu erforderlich sind, wie Auskunftsrecht zum Beispiel. Ja, haben Sie eben auch in der Charta der Grunde, EU-Grundrechte gesehen. Ja, jeder hat Recht auf Auskunft. Auskunftsrecht, wenn ein System Auskunftsrecht nicht vorsieht, dann kann es das nicht. Also Löschung müssen Sie von Anfang an vorsehen. So, erstens. Zweitens. Wenn man es von Anfang an vorsieht, kann man Backup-Systeme natürlich auch so gestalten, dass Löschung funktioniert. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, manchmal kann man es nicht. Ja, wenn man Legacy-Systeme hat, die einfach so laufen, die machen halt ihr Backup, dann kriegt man vielleicht im System das gelöscht, aber nicht im Backup. Das kann man auch nach Grundverordnung prozedural lösen. Man kann sagen, okay, wir haben alte Backups, aber die Backups werden erstens sowieso nur begrenzt aufgehoben. Also, was kümmert mich ein Backup, was 3 Jahre alt ist? Ja, das braucht kein Mensch mehr. Das heißt, ich brauche auch für die Backups einen Löschprozess, einen generellen. Und sorge dann dafür, dass der Einspielprozess unter Kontrolle erfolgt. Das heißt, wenn ich Daten, die bereits gelöscht sind, im produktiven System noch in meinem Backup habe, dann stelle ich prozedural sicher, dass diese Daten nicht mehr ins Live-System reinkommen können. Oder für den Fall, dass ich jetzt zum Beispiel heute eine Löschung mache und morgen ein Backup einspielen muss, muss mein Löschprozess diese erneute Löschung sofort veranlassen. Die muss praktisch nach dem Reset sofort dafür sorgen, beispielsweise mit einem täglichen Löschlauf, dass die Daten sofort wieder aus dem System verschwinden. Also es geht. Gibt zu, das ist nicht ganz perfekt, wenn man bestehende Systeme hat und sagt, man will das Backup mit einem separaten System laufen haben. Das geht, aber man kann beide Ziele sehr wohl erfüllen. Und man darf, das ist vielleicht auch in dem Kontext eine wichtige Anmerkung, man muss aufpassen, dass man als Techniker nicht versucht, alles technisch zu lösen. Sie können es auch organisatorisch lösen. Sie können auch sagen, ich mache hier meinen technischen Backup-Prozess, aber den Wiedereinspielprozess, den steuere ich über eine Freigabe. Ja, indem zum Beispiel das Backup weggeschlossen ist und da kommt nicht jeder dran. Ich habe ein Vier-Augen-Prinzip, dass man da rangeht. Ich habe einen Prozess, der den Einspielvorgang begleitet und dann kommt eben niemand an die zwar noch vorhandenen, aber nur zu Backup-Zwecken weggespeicherten Daten an. Das nennt man datenschutzrechtlich auch Sperrung. Ja, das heißt, sie sind im produktiven System nicht mehr zugänglich, sie sind gesperrt und werden dann über das normale Löschen des Backups, wenn es irgendwann veraltet ist, werden die dann entsorgt. Okay, es gibt hier für normale Rechner, für den Browser, wo Sie vorhin ja gesagt haben, da werden ganz viele Skripte aufgerufen, wie Google Analytics oder so. Es gibt ja einen Blocker, ScriptSafe zum Beispiel. Wenn man das mal reinmacht, dann merkt man bei einigen Websites, da sieht man dann gar nichts mehr. Also die haben sich komplett nur aus irgendwelchen Datenfressern gebildet. Wie mache ich das jetzt aber mit einem Handy? Also bleibt mir da nur die Blechdose oder gibt es da irgendwelche intelligenteren Versionen? Da gibt es leider wenig intelligente. Also es gibt ein paar wenige, also je nach Handy-Betriebssystem gibt es ein paar wenige Ansätze, die Filter vorschlagen, ja, Filter setzen. Das geht natürlich. Also Sie können sich natürlich eine App laden, die im Grunde jede Kommunikation filtert und rausfiltert. Aber tatsächlich, das muss man einfach festhalten. Und ich sage das ganz frei, ja, das sind Entwickler, Informatiker, Mechatroniker, wie auch immer. Ja, das sind Ihre Kollegen zukünftigen, die solche Dinge entwickeln, die dann, bei denen dann die Funktionalität einfach aufhört, wenn Sie sowas wegblocken. Und dann sind Sie in der Situation, wo Sie entscheiden müssen als Nutzer, ja, akzeptiere ich das oder nicht. Im Grunde sollten die Systeme aber so designed sein, dass Sie es schon vorher wissen. Ja, dass Sie, ich weiß, das ist
ein hehres Ziel und eine hehre Forderung. Aber eigentlich sollten Sie, so sagt es auch die Grundverordnung, eine transparente Information als Betroffener kriegen, bevor Sie die Freigabe machen für die App, welche Daten an wen zu welchen Zwecken übertragen sind. Sind aber in der Regel erstens unvollständig. Wenn sie halbwegs vollständig sind, sind sie unverständlich. Und dann sind sie so lang, dass sie spätestens nach der siebten Seite scrollen, aufhören und wegklicken und doch okay sagen. Ja. So, also ja, es gibt einen Weg mit Selbstschutz, indem man sagt, man nimmt bestimmte Apps, die Filterungen einstellen, aber in der Regel ist das Filtern dann auch mit reduzierter Funktionalität verbunden. Ja, damit muss man leben. Aber sie wissen wenigstens warum. Ja? Also sie wissen dann wenigstens, okay, der kriegt jetzt was von mir, ja, und vielleicht benutze ich ihn dann nicht mehr so häufig. Ich hätte eher eine gesellschaftliche Frage. Erlauben Sie mir meinerseits ein Zitat, und das geht folgendermaßen: Gerechtigkeit ist das Gegenteil von Freiheit. Wenn man über das Social Scoring System in China zum Beispiel diskutiert, wird dort oft angesetzt, dass man über eine Überwachung der verschiedenen Funktionäre, hier hauptsächlich, zu mehr Gerechtigkeit kommt. Mhm. Und ganz allgemein gesehen wird das auch zutreffen. Nur mit Freiheit hat das nichts mehr zu tun. Genau. Ist so, das ist ein Spannungsfeld. Ja. Ja, das ist natürlich ein Spannungsfeld. Das ist richtig. Wir werden auch Bereiche haben, in denen wir natürlich bestimmte Kontrollen durchführen. Ja, ich meine, Sie werden das an der Hochschule kennen, wenn Sie öffentliche Gelder bekommen, dann unterliegen Sie Kontrollen. Ganz banal. Ja, dafür ist der Umgang mit dem Geld wahrscheinlich, so hofft man jedenfalls, fairer und gerechter, und das Steuergeld wird nicht verschwendet, sondern eher den Zwecken zugeführt. Ob das dann immer so stimmt, aber sei jetzt mal dahingestellt, ja, ob das immer passt, ob mehr Controlling da tatsächlich zuführt. Aber das Spannungsfeld haben Sie natürlich in der Gesellschaft, das ist richtig. Ja. Aber in der freiheitlichen Ordnung, die Freiheit an eine so hohe Stelle setzt, werden Sie niemals ein Kontrollsystem rechtfertigen können, das die Freiheit im Grunde zum Zwecke von mehr Gerechtigkeit eliminiert. Das heißt, Sie müssen bestimmte Grade an Ungerechtigkeit akzeptieren. Das ist der Preis. Ja, das ist schon der Preis. Das ist völlig klar. Und deswegen spricht man ja auch in der freiheitlichen Ordnung wie unserer vor allen Dingen von Chancengerechtigkeit. Ja, also an vielen Stellen wird dafür gesorgt, dass über die Freiheit Chancen gleich möglichst gleich gestaltet werden. Aber nicht tatsächlich in jedem Fall gleich und gerecht gestaltet werden. Aber dass die Gerechtigkeit eben nicht so weit geht, dass sie eine 100% Ergebnisorientierung hat. Ja, wenn Sie das machen, dann sind Sie genau da, wo Sie zu Recht darauf hingewiesen haben, in der totalitären Kontrolle. Gab es ja auch Staaten, die das gemacht haben. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Bevor die Mauer fiel, hatten wir die auch ganz nah bei uns. Wobei ich jetzt mal dahingestellt sein lassen will, ob die gerechter war oder nicht. Ja, das steht jetzt außen vor. Ja, das hängt immer an den Kriterien. Aber es ist völlig klar, wenn Sie in eine wirkliche, vollständige Gerechtigkeit wollen, dann ist die Freiheit tot. Da haben Sie völlig recht. Weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine Frage. Sie haben ja schön dargestellt, das Spannungsfeld in den 80er Jahren, wo Hunderttausende protestiert haben wegen einer aus heutiger Sicht eigentlich unspektakulären Datenerhebung, und heutzutage, wo sehr viel Daten gesammelt werden und sich ganz wenige darüber aufregen. Würden Sie sagen, das ist ein Generationenthema, oder hängt das eher damit zusammen, dass heutzutage, sagen wir, die Datensammlung mit Komfortdiensten zusammenhängt, die die Menschen ja gerne nutzen? Mhm. Also ich glaube ganz bestimmt nicht, dass ein Generationenthema ist. Also das deckt sich zumindest jetzt nicht mit dem, was ich bei Kunden im familiären Umfeld, privaten Umfeld erlebe. Das glaube ich nicht. Sie haben sicher recht damit, dass die Kombination mit Komfortdiensten ganz wichtig ist. Das hatten wir in der Volkszählung nicht. Es war ja kein Komfortdienst auf der anderen Seite. Ja? Also kein Mensch hat was davon gehabt, dass seine Wohnung gezählt worden ist. Aber was wir sicherlich schon haben, und das ist das, was ich mit diesem Vortrag auch ein bisschen ausdrücken wollte, wir haben eine bestimmte, irgendwas, was ich vielleicht mal fast verzweifelte Abstumpfung gegenüber dieser Entwicklung nennen möchte. Ja? Und das halte ich wirklich für fatal. Also wenn wir anfangen, das einfach nur noch hinzunehmen, zu akzeptieren, dann werden wir genau in so einer Welt landen, wie sie Minority Report und andere Zukunftsvisionen gezeigt haben, irgendwann enden. Ja. Und da, glaube ich, muss man ganz, ganz vorsichtig sein, denn natürlich ist das vielleicht naheliegend, den Komfort Grundrechten zu opfern, aber es ist hochgradig gefährlich. Ja, und in der Vergangenheit ist das schon oft genug schiefgegangen.
Ja, denn der Glaube, dass die Dinge so bleiben, auch politisch so bleiben, wie sie sind, ist gut und wichtig. Ja. Ob er wahr ist, werden wir in 20, 30 oder 40 Jahren wissen. Ja. Wenn man so ein bisschen zurückguckt in Nationalsozialismus, gibt es eine ganze Menge Beispiele. Eines zum Beispiel, dass speziell in Norwegen fast 90% aller jüdischen Bürger in die Gaskammern gewandert sind, nachdem die Deutschen eingewandert sind, während es in Dänemark nur 10% waren. Der Unterschied war, in Norwegen gab es ein zentrales Glaubensregister. Ja, das heißt, bestimmte Daten werden in bestimmten Kontexten, auch in bestimmten politischen Kontexten, auf einmal hochgradig gefährlich. Und nur weil wir jetzt die Daten in Händen von Menschen wissen, die, von denen wir vielleicht glauben, wie Google, dass sie alle gut sind, ja, und die Welt ja nur glücklich machen wollen, heißt noch lange nicht, dass es für die Zukunft so bleiben soll. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade Löschen so elementar ist. Ja. Wir müssen das Zeug wegbekommen. Wir müssen es wegbekommen, wegbekommen, wegbekommen. Denn sonst kommen wir irgendwann in die Situation, wo irgendjemand, eine politische Bewegung, was auch immer, eine politische Ordnung, auf einmal die Daten zu ganz anderen Zwecken verwendet. Und dann wird es hochgradig gefährlich. Prima, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und allen Referenten, die hier vorgetragen haben, auch Ihnen, für Ihr Interesse und für Ihre Beiträge. Damit schließen wir das Mechatronik-Kolloquium. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und frohe Weihnachten.